Die meisten Männer, die in meine Workshops und Flirtseminare kommen, wollen von mir lernen, was sie sagen oder tun sollen, um bei den Frauen zu landen. Welcher Spruch kommt bei den Frauen an? Worüber soll ich mit ihnen reden? Wie mache ich sie glücklich? Und schon wieder hängen sie in der gleichen Abwärtsspirale, in der sie vorher stecken. Wir haben gut gelernt, es den Frauen recht zu machen, ihnen nach den Mund zu reden, unsere sexuellen Bedürfnisse zu verbergen, um sie ja nicht zu verschrecken und das ergebnis sind zahllose unglückliche männliche jungfrauen jenseits der 30 wenn die feministisch beeinflussten frauen wenigstens mit dem monster das sie erschaffen haben vögeln würden dann wäre die welt ja noch halbwegs in ordnung aber absurderweise wollen ja noch nicht mal sie ihre eigene züchtung sie wollen sie erst recht nicht niemand will sie außer vielleicht eine frau mit mammakomplex manche frauen entscheiden sich für diesen typ mann als versorger auch das ist gar keine dumme Strategie. Abhauen wird dieser Mann garantiert nicht, denn ihn nimmt keine andere Frau. Beklagen wird er sich auch nicht. Er hat seine Rolle akzeptiert und Geld schafft er auch regelmäßig an, weil er zuverlässig ist und sein eigenes Leben auf dem Familienaltar geopfert hat. Gut, einmal im Monat muss man ihn halt ranlassen, das erträgt man dann, aber nur in der Missionarstellung. Einen geblasen bekommt er vielleicht zum Geburtstag oder wenn ein ganz besonders liebes Hündchen war. Dass die Frauen mit dieser Lösung nur oberflächlich zufrieden sind, zeigen die Statistiken über Seitensprünge. Bestseller wie Ich habe einen Liebhaber samt Folgebänder und das häufige Genörgel sowie die schlechte Laune vieler solcher Frauen. Also konfrontiere ich Männer, die meine Hilfe suchen, mit der Frage, was wollt ihr denn? Was erwartest du denn von einer Frau, damit du sie nimmst? Daraufhin sehen mich diese Männer an, als ob ich sie gebeten hätte, mir die Kernspaltung zu erklären. Man kann ihnen ansehen, welche Gedanken ihnen da durch den Kopf gehen. Willst du mich verarschen? Ich will einfach überhaupt mal eine Frau haben. Da kann ich doch nicht wählerisch sein. Es ist traurig, aber wahr. So sieht der Anspruch aus, den viele Männer an eine Partnerin haben. Sie ist halbwegs menschlich und lässt mich ran. Was sich hier abspielt, ist im Grunde genommen ein einfaches marktwirtschaftliches Prinzip. Die Nachfrage nach dem Produkt Frau ist so groß geworden, dass man selbst den größten Schrott gerne akzeptiert und sogar noch astronomisch hohe Mondpreise dafür zu bieten bereit ist. Das überordernde Selbstbewusstsein vieler Frauen ist die logische Folge davon. Ich hasse Sport, erklären sie mir unumwunden beim ersten Date. Ich bin zu faul dafür. Und wehe, du sagst etwas über ihr Gewicht. Dann wirst du einen Zorn erleben, der sich gewaschen hat. Schließlich wird Frauen in etlichen Medien bestätigt, wie perfekt sie seien. Sie, die Alpha-Mädchen, Spiegel, die neue F-Klasse, Thea Dorn, die weiblichen Super-Singles, Stern. Diese Entwicklung ist ein internationales Phänomen. Wir ziehen eine Generation von Narzisstinnen groß, erklärt die US-amerikanische Psychologieprofessorin Jean Twang dem Wall Street Journal am 12. Juni 2009. Frauen im Collegealter entwickeln ihren Untersuchungen zufolge narzisstische Züge viermal so häufig wie Männer desselben Alters. Und in der britischen Daily Mail überschrieb im September 2009 die Publizistin Lucy Taylor einen ihrer Artikel mit Die Ego-Epidemie. Wie mehr und mehr von uns Frauen sich in das Gefühl steigern, wie großartig wir sind. Immer mehr von uns haben gewaltige Erwartungen an uns. Unser Leben und jedem, der darin eine Rolle spielt, führt Taylor darin aus. Wir glauben, dass sich das Universum um uns dreht. Wir haben eine wahnhafte Vorstellung unserer Großartigkeit und glauben, dass wir klüger, talentierter und attraktiver sind, als es tatsächlich der Fall ist. Wir haben Probleme dabei, Kritik zu akzeptieren und Mitgefühl auszusenden, weil wir mehr als genug mit uns selbst beschäftigt sind. Die Sphäre in der unsere Besessenheit von uns selbst vielleicht am offensichtlichsten ist und wo man die Folgen davon am unmittelbarsten fühlt, ist die Dating-Szene. Als Beispiel nennt Taylor einen kürzlich erschienenen Magazinartikel, in dem mehrere Frauen in ihren späten 20ern und 30ern erklärten, warum sie immer noch single seien. Eine 39-jährige Kosmetikerin behauptete, Sie sei zu unabhängig für eine Beziehung. Eine 38-jährige Musikagentin erklärte ihren Single-Status dadurch, dass sie ein Alpha-Weibchen sei. Unabhängig, resolut, willensstark, ehrgeizig und einschüchternd. Sie legte dar, dass sie ein tolles Apartment mit einer tollen Einrichtung besaß, ein schickes Auto, Mitglied eines angesagten Fitnessclubs war und Designermode trug. Ich tue, was ich will und wann ich es will, sagte sie. Man hatte ihr erzählt und sie schien es zu glauben, dass sie zu erfolgreich und gebildet für die meisten Männer wäre. Natürlich ist nichts falsch daran, hohe Ansprüche zu haben. Aber wenn sich das in Wahnhaftigkeit und vollkommen unrealistischen Plänen äußert, ist das eine ganz andere Sache. Als Unterstützung ihrer Beobachtung zitiert Taylor Margaret Matt die Gründerin einer Partnervermittlungsagentur für Geschäftsleute, nach 30 Jahren Tätigkeit in diesem Bereich stellte matheod jetzt eine bemerkenswerte entwicklung fest früher hatten frauen die sich an einer partnervermittlungsagentur wandten eine ziemlich gute vorstellung davon wo sie standen wenn es um ihren wert auf dem partnermarkt ging aber seit einigen jahren gibt es eine große zahl von frauen auf die das nicht zutrifft sie sind oft in ihren dreißigern und es gibt eine gewaltige kluft dazwischen wie sie sich selbst wahrnehmen und wie sie von anderen wahrgenommen werden Sie sind oft sehr unscheinbar, betrachten sich selbst aber als absolut fabelhafte, außergewöhnliche Menschen. Und sie weisen unaufhörlich das Profil jedes Kerles ab, das ich ihnen zusende, aber wenn ein Mann ihr Profil zurückweist, dann ist der Teufel los. Sie können es nicht fassen, sie sagen, ich bin großartig, wie kann er es wagen, mich abzuweisen? Margot Method berichtet, sie habe einen Aha-Moment gehabt, als sie über den wachsenden Narzissmus bei jungen Frauen las. 67 Prozent im Verlauf der letzten 20 Jahre. Zu den Symptomen zählen ein übersteigertes Gefühl der eigenen Bedeutung, der Glauben, dass man jemand ganz Besonderes und besser als andere Menschen ist, ein Anspruch auf übermäßige Bewunderung, das Gefühl, ein Vorrecht auf Ruhm, Erfolg und Glück zu haben, die Unfähigkeit, sich in andere Menschen einzuführen, das Unvermögen Fehler zuzugeben, ein hochnäsiges Verhalten mit der entsprechenden Einstellung. Wenn schon eine seit Jahrzehnten tätige professionelle Partnervermittlerin diesen Super-Single F-Klassen-Alpha-Mädchen keinen einzigen Kerl schmackhaft machen kann, welche Chancen hast du dann als ganz normaler Mann auf dem Parkett der Partnersuche? Die Antwort lässt ein Experiment erahnen, das die lesbische amerikanische Journalistin Nora Vincent unternahm. Sie verkleidete sich für ihr Buch ein Jahr als Mann, als Mitglied des anderen Geschlechtes und war so auch in der Dating-Szene unterwegs. Dort stellte sie überrascht fest, dass sie vor jeder Frau, mit der sie überhaupt nur näher in Kontakt treten wollte, zuerst einmal Schau laufen musste. Auch wenn die angeflirteten Damen sich selbst nicht viel zu bieten hatten, erhoben sie sehr weitreichende Ansprüche, deren Erfüllung sich oft gegenseitig ausgeschlossen hätten. Deutlich selbstbewusst, aber auf keinen Fall arrogant, zum Beispiel. Am beliebtesten war die Mischung, ein richtiger Kerl, ein Fels in der Brandung, der eine Frau auch schon mal leidenschaftlich aufs Bett schleudern sollte, aber bitte gleichzeitig empfindsam, sensibel, mit Sinn für Poesie und ohne Scheu seine Gefühle zu zeigen.